Willkommen bei Lasertag. Seid ihr bereit für eine Menge Spaß und Action? Dann passt jetzt gut auf. In den folgenden Minuten erkläre ich euch, wie die Ausrüstung funktioniert. Die Weste zieht ihr so an, dass der Phaser vorne sitzt. Mit den seitlichen Gürteln könnt ihr eure Größe einstellen. Das hier ist der Phaser. Um jemanden markieren zu können, müsst ihr einen der beiden seitlichen Knöpfe drücken, zusammen mit dem Trigger-Knopf. Deswegen habt ihr am besten die ganze Zeit beide Hände am Phaser. Der rote Lichtstrahl zeigt euch, wohin ihr zielt und ist völlig ungefährlich. Die Westen leuchten in der jeweiligen Teamfarbe grün oder rot. Das Spiel beginnt, sobald die Westen anfangen zu leuchten. Es gibt 5 Trefferzonen, und zwar vorne, hinten, oben und auf dem Phaser selbst. Gelingt es euch, einen Gegenspieler zu treffen, gewinnt ihr 5 Punkte. Werdet ihr allerdings selbst getroffen, verliert ihr 3. In dieser Zeit wird eure Weste für 5 Sekunden inaktiv. Das bedeutet, dass ihr in dieser Zeit niemanden markieren könnt und auch nicht selbst markiert werden könnt. Deswegen zieht ihr euch in dieser Zeit am besten zurück und geht in Deckung. Aus Fairplay-Gründen bitten wir euch, den gerade getroffenen Spielern nicht hinterherzurennen, um sie gleich wieder zu markieren, wenn ihre Westen wieder aktiv sind. Außerdem bitten wir euch, nicht an der gegnerischen Basis zu campen. Sagt euer Phaser Recharge, begebt ihr euch zu eurer eigenen Basis, um eure volle Energie wieder aufzuladen. Die Basen befinden sich in den jeweiligen Ecken der Halle und leuchten in der eigenen Teamfarbe. Bitte seid vorsichtig und rennt nicht zu schnell oder unkontrolliert durch die Halle. Außerdem klettert nicht auf Hindernisse oder kriecht auf dem Boden. Das dient eurer eigenen Sicherheit. Knieschoner befinden sich im Westenraum.